Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse World, aber es ist ja gar nicht Horse World, es ist Horse Haven. Horse World Show Jumping wird aber auch mal wieder kommen. Ich weiß, dass da neue Pferde reingekommen sind und auch ein neues Land, aber ich schaffe es einfach momentan zeitlich nicht. Wenn ich das zeigen soll, dann müsste ich in der Zeit dann Horse Haven aussetzen. Kann ich euch natürlich auch anbieten, wollte ich euch auch anbieten, deswegen war ich auch gerade vom Titel her verwirrt. Von daher schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Wollt ihr jetzt erstmal die neuen Pferde sehen und die neuen Parcours in Horse World Show Jumping? Dann würde ich, wie gesagt, einfach für die Dauer Horse Haven aussetzen. Das wären dann vielleicht 1-2 Wochen. Oder soll ich Horse Haven weiter zeigen und dafür das neue Update nicht? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt bin ich am Wochenende doch gar nicht so viel dazu gekommen, das Black Beauty Event zu machen. Ich sehe schon, mir schwimmen die Fälle davon. Ich glaube tatsächlich nicht mehr, dass ich das in diesen 10 Tagen noch hinbekomme. Aber schauen wir mal. Ich werde gleich auf jeden Fall noch wieder ein Rennen reiten. Ich werde aber heute die Folge wahrscheinlich recht kurz halten, da ich schon ziemlich kaputt bin. Eieiei. Aber eigentlich war der Tag heute ganz cool, weil ich war abends noch bei meinen Eltern zum Essen. Und davor habe ich mit meinem Papa mal geschaut nach einem neuen Handy, weil ich jetzt aus der Vertragsverlängerung ein neues Handy bekomme. Und ich hatte jetzt ja schon mal im Stream drüber erzählt, dass ich zwischen zwei Handys schwanke. Und zwar war ich am Überlegen zwischen dem S7 und dem S8 von Samsung. Nein, ich bekomme keine Vergünstigung von Samsung, muss man ja immer dazu sagen, ne? Nein, ich kriege kein Geld von Samsung, ich kriege keinen Rabatt und nichts. Ich erzähle das einfach nur so. Jetzt bin ich am Überlegen, ich werde mir auf jeden Fall das S8 holen, weil das nette Gimmicks hat, auch für Instagram zum Beispiel, nämlich Screen Capture, dass man so kleine Videos auch aufnehmen kann, nicht nur Bilder, sondern auch Videos. Aber ich weiß noch nicht, ob schwarz oder silber. Was findet ihr dann schöner? Das Silber ist leider ziemlich dunkel, beziehungsweise scheint ziemlich dunkel, deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch. Schwarz wirkt halt nicht mal so, ne? Es ist halt immer schwarz. Und bei dem Silber wirkt es halt mal heller, was mir gut gefällt, und mal dunkler, was mir weniger gut gefällt. Deswegen bin ich da so ein bisschen, was meint ihr? So, aber jetzt hier, Quiz. Wenn man auf Merrylegs hört, hat wer am besten gebürstet? Douglas Gordon, John Manley oder Joseph Green? Ich habe keine Ahnung. Okay. Welches Pferd wollten die Kinder von Mr. Gordons Nachbarn am liebsten reiten? Black Beauty, Ginger, Merrylegs. Wahrscheinlich Merrylegs, ich meine, er ist ein Pony. Und welches Pferd im Beardwick Park war das älteste? Merrylegs, Ginger, Sir Oliver. Das war jetzt geraten. So. Wir gucken hier mal gerade rein. Hier können wir noch... Haben wir noch wieder was abgeschlossen? So. Da können wir auch direkt noch ein neues Pferd wieder reinpacken. Können wir hier auch noch was machen? Nee, das läuft noch. Das läuft sogar noch eine ganze Weile. Hier können wir einen Preis anfordern. Was kriegen wir? 9 Diamanten immerhin und jede Menge Münzen. Okay, und was reiten wir denn heute mal für ein Rennen? Hier können wir auch noch was anfordern in Japan. Aber nicht ganz so viel. Hier sind es nur Münzen. So. Okay. Hier, 450 könnten wir machen. Hier können wir auch noch wieder was anfordern. Aber auch nur Münzen. Oh, guck mal, da hat jemand das Neue. In der Chantal wahrscheinlich. Und hier würden wir 550 bekommen. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir Brasilien, ne? Bei 2400 Metern bekommen wir das schon. Würde ich gerne wieder mit Misty machen. Ich weiß, momentan reite ich sehr, sehr viel mit Misty. Liegt aber einfach daran, dass ich persönlich mit ihr am besten klarkomme. Ich finde, sie ist mein bestes Pferd vom Reitgefühl und den Werten her. Von den Werten her natürlich nicht ganz, aber eben in Verbindung mit dem Reitgefühl finde ich Misty einfach am besten. Und mir geht es jetzt wirklich darum, noch so viele Tokens wie irgendwie möglich abzusahnen. So, 2400 Meter hatten wir gesagt, müssen wir machen. So. So.
Und jawohl. Ein schwarzes Herz. Gucke mal da, nicht nur die Skandinavier haben schwarze Herzen, die Brasilianer auch. So. Ja, ich hoffe mal, dass solche kleinen Bugs irgendwann mal gefixt werden. Weil ich halt schon ein paar Mal gefragt hatte, ob das vielleicht wirklich nur auf dem Emulator ist und da Probleme macht. Aber es hatten mir auch schon einige geschrieben, dass es auf dem Handy ganz genau dieselben Probleme macht. Und das ist dann natürlich schade. Ich meine, klar, jetzt ein schwarzes Herz ist jetzt nicht so ärgerlich. Ärgerlich ist es halt, wenn die Sachen gar nicht aufploppen, wie jetzt halt zum Beispiel auf der Konstellationsrennstrecke. Uns fehlen noch 1300 Meter knapp. Oh, das war eine Systemmeldung von meinem Razer Synapse. Das ist mein Programm, was mein Razer Equipment steuert. Also meine Maus und meine Tastatur. So, hier nehmen wir noch ein paar Münzen mit. Na, gut, kommen wir hier bislang durch. 1000 Meter fehlen jetzt noch. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir in Japan viel mehr Energie, viel mehr Ausdauer zur Verfügung hatten. Hat Brasilien, vielleicht weil es so eine feuchte Luft hat, auch irgendwie eine Einschränkung? Really? Ihr habt es gehört und gesehen. Ich habe es aufgefüllt, aber da war es halt schon zu spät, ne? Ah, wie ärgerlich. Nee, ob hier vielleicht die Ausdauer auch ein bisschen schneller sinkt, wie in Australien. Ich habe noch nie geguckt, ob Brasilien irgendwelche Einschränkungen hat. Ich habe da tatsächlich noch nie drauf geachtet. Muss ich sagen. So, und runter, jawohl. Und ja. Das auch noch eingesammelt. Guck mal, jetzt haben wir es doch gleich. Dum, 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 dum. So, da springen wir nochmal drüber hier. Dum, 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 dum. Oh, jetzt, oh. Ja gut, das ist jetzt aber nicht schlimm, weil wir jetzt sowieso schon die Entfernung geschafft haben, die wir brauchen. Alles, was jetzt noch kommt, ist quasi für die Galerie. Was ist eigentlich euer Lieblingsrennen? Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich reite Japan und Brasilien am liebsten. Ich mag auch das Rennen von den Konstellationspferden sehr gerne, wobei ich da, wie gesagt, das mich so ein bisschen nervt, dass es so leckt und so extrem spät erst nachlädt. Ich mag auch das in Skandinavien sehr gerne, in Norwegen. Aber da sieht man halt auch oft die Herzen nicht, beziehungsweise die Hindernisse auch ein bisschen schlechter, wenngleich auch da die Musik viel schöner ist als hier jetzt zum Beispiel. So. Jo, oh, Platz 1 gerade erstmal. Das wird sich aber bestimmt nicht lange halten. So, also die Tokens habe ich damit gesammelt. 550 Stück, glaube ich, an der Zahl. Da kommt Werbung. Das ist früher auch nicht gewesen, dass in Horsehaven Werbung aufgeploppt ist. Ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm, weil irgendwie muss ich das Spiel ja finanzieren. Aber es ist mir noch nie aufgefallen. So. Dim, 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 dim. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt könnten wir eigentlich mal noch eben alle besuchen. Und das hier könnten wir spenden. Jetzt sind wir bei 65. Mir wurde gesagt, dass wenn man bei 100 ist, dass man dann fürs letzte Mal direkt die 100, die 50 bekommt. Aber gut, bis 100 muss ich erstmal kommen, ne? Das wird auch noch ein Weilchen dauern. So. Wieder keine Tokens. Das ist doch hier. Das ist doch Beschiss. Manu, das ist voll gemein. Hä? Mir wurde jetzt schon ein paar Mal geschrieben, ich soll mir doch Black Beauty holen. Ich kann ihn mir noch nicht holen, weil man sich Black Beauty erst holen kann, wenn man die 4 Pferde hat. Das heißt, ich brauche noch verflixt viele dieser Token, nämlich
hier noch die 90 oder wie viel ich brauche und bei dem anderen brauche ich, ich brauche noch knapp 15.000 Tokens oder sogar noch mehr. Das wird halt echt schwierig. So, ich will mal gerade noch in die USA, weil wir mussten, glaube ich, noch blaues Futter ernten. Dann kriegen wir auch nochmal 50 Tokens aus der täglichen Aufgabe. Das machen wir jetzt noch in dieser Folge. Genau, weil ich habe nämlich hier noch blaues Futter. Genau, Aufgabe abgeschlossen. Kriegen wir da auch nochmal welche. Und dann können wir auch hier noch eben die Möhrchen ernten. Das bringt ja doch auch immer relativ viel, wenn man sich mal überlegt, eine so eine tägliche Aufgabe bringt halt 50 Tokens und hier bringt eine Möhre schon 22. Das ist schon auch wirklich ein sehr, sehr netter Schnitt. Da kann man sich nicht beschweren. Schade, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich Wassermelonen anbauen kann. Das hätte mir definitiv auch ordentlich weitergeholfen in England, aber da fehlen mir noch zwei Drittel vom Level. Aber gut, ich werde mich für heute verabschieden, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare zu den Fragen, die ich euch gestellt habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!